Ja, hallo liebe Mountainbike-Fans. Willkommen zu Mountainbike Unboxing, Mountainbike packt aus. Und ich habe heute wieder, wie beim letzten Mal, wie bei meinem letzten Unboxing, wieder etwas von O'Neill dabei. O'Neill, ja, erinnern sich vielleicht diejenigen, die da schon zugehört haben oder zugeschaut haben vor allem, kommt eigentlich aus Kalifornien, wurde gegründet von einem Herrn O'Neill, was für ein Zufall, heißt genauso wie seine Firma. Quatsch, hat natürlich seine Firma nach seinem Namen benannt. Jim O'Neill in den 70er Jahren, passionierter Motocross-Fahrer, der war einfach nicht so ganz zufrieden mit dem, was es so an Protection, aber auch an Anziehsachen, also an Bekleidung für Motocross eben zu kaufen gab und hat halt einfach mal ganz schnell seine eigene Firma gegründet. Später kam dann die Bike-Sparte dazu, also die Mountainbike-Sparte. Und vor allem ist O'Neill inzwischen gar keine kalifornische, keine amerikanische Firma mehr, sondern eine deutsche. Sie ist im deutschen Besitz und Headquarter ist hier im beschaulichen Vaihingen an der Enz, also in Baden-Württemberg. Ja, und da haben dieses Jahr garantiert die Sektkorken geknallt. Warum? Weil the greatest of all times, Greg Minnaar, ist so der Top-Fahrer, den O'Neill unter Vertrag hat, einfach die Legende, die Downhill-Legende, der beste Downhiller aller Zeiten, der ist dieses Jahr im wirklich zartem Alter von 39 Jahren zum vierten Mal Weltmeister geworden. Und Greg Minnaar ist sehr stark auch in die Entwicklung der O'Neill-Produkte eingebunden. Und was er in Sachen Bekleidung zusammen mit O'Neill aktuell oder als allerletztes oder als aktuellstes mitentwickelt hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, und da haben wir die beiden tollen Teile. Hier die Verpackung, die schenken wir uns heute mal bei diesem Unboxing. Raschelt nur. Was haben wir denn? Trikot, Hose, also eine Baggy. Baggy legen wir mal kurz an die Seite und fangen mal mit dem Trikot an. Wie heißt es? Element FR Jersey Hybrid V.22, Farbe Petrol Teal, Größe M. Gut, tut jetzt erstmal nichts zur Sache. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Was haben wir denn hier? Schon mal einen eckigen Kragen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen dafür gedacht. Also sieht cool aus, aber falls man einen Nackenschutz drunter trägt, passt das, glaube ich, besser. Und apropos Protection, da haben wir doch noch was zum Rascheln. Apropos Protection, O'Neill sagt, man kann es mit oder auch ohne tragen, je nach Größenwahl, denke ich dann so ein bisschen. Wenn man es mitträgt, dann ist das hier pfiffig. Belüftungslöcher. Das haben wir, glaube ich, genau, haben wir hier auch nochmal. Das sitzt also genau so, dass quasi die Luft so ein bisschen unterhalb der Schoner dann noch zirkulieren kann. Was sehen wir hier noch? Mesh, super, im Achselbereich, hier auch logischerweise. Ah, hier auch nochmal, also im Rückenbereich überhaupt. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Der Rücken ist ein bisschen verlängert. Das ist gerade so im Enduro-Rennen und im Downhill-Rennen gerade hip, dass man den Rücken hinten so ein bisschen in die Baggy stopft, damit es nicht so flattert. Apropos nicht flattern, das hier finde ich ziemlich geil. Ganz kurze, aber relativ eng anliegende Bündchen. Funktioniert dann nämlich mit Handschuhen super und das Trikot flattert nicht. Das liegt dann wirklich gerade hier an der Hand und am Handschuh schön eng an. Hier haben wir auch nochmal Mesh. Überhaupt alles fühlt sich ja sehr leicht an, sehr luftig an. Schöner Griff. Ja, schöne Prints, schöne Farbe. Gefällt mir auf Anhieb mal richtig gut. So, legen wir mal beiseite. Ja, und jetzt kommen wir zur Hose. So, auch nochmal einmal. Entschuldigung, rascheln. Hier nochmal. Ja, die ist technisch extrem aufwendig gemacht. Da gibt es wirklich eine ganze Menge zu entdecken. Wir können mal hinten anfangen. Hier ist so im Gesäßbereich. Ich weiß nicht, ob das Cordura ist, aber zumindest ein sehr starker, verstärkter Stoff. Also abriebfest, wenn mal ein bisschen Dreck auf dem Sattel ist, ist nicht gleich die ganze Hose durchgescheuert. Auch hier wieder kleine Belüftungslöcher. Auch hier wieder dehnfähiges, gut belüftetes Material auf der Rückseite. Dann, was haben wir hier noch? Ach, den Namen habe ich ganz vergessen. Machen wir mal schnell. Element FR Shorts Hybrid V.22. Klettanpassung, also zur Weitenanpassung, ganz gut. Sieht man hier schön, das geht durch. Also das ist nicht nur so, dass es hier zusammengekniffen wird, sondern die komplette Klettverstellung. Oh, ganz schön.
fest, sitzend super, geht hier elastisch rum. Zwei Knöpfe haben wir noch. Hier haben wir so ein bisschen Silikonprint, damit die Hose nicht rutscht. Wer mag, kann hier, denke ich mal, noch eine Innenhose einhängen, also eine Polsterhose. Auch hier wieder auf den Seitentaschen ein sehr starkes, abriebfestes Material. Das heißt, wenn man da mal sich auf die Seite legt, ist auch hier zum einen so ein bisschen die Haut nochmal geschützt, zum anderen hebt die Hose, also hält die Hose einfach länger. Hier auch wieder Stretch, super. Beiden Taschen, sehr aufwendig gemachte Zipper. Und gucken wir mal, oh ja, sehr schön geräumig. Gefällt mir also auf Anhieb auch extrem gut. Was haben wir hier noch? Ja, wir haben zum Beispiel hier, genau, das wollte ich noch zeigen. Der Reißverschluss ist innen unterlegt, das verhindert einfach Scheuern. Und das haben wir auch hier, das ist alles umgenäht. Auch da hat man jetzt keine wirklich, ja, hier sieht man es schön, da hat man keine wirklich nervige Naht an den Beinabschlüssen. Ja, das wäre die Hose. Und ich würde mal sagen, ich ziehe mir das jetzt mal einfach an und dann schauen wir mal, wie das so am lebenden Objekt, sprich an mir, dann auch wirklich aussieht. Ja, was soll ich sagen? Ganz ehrlich, ich fühle mich ein kleines bisschen wie Greg Mina. Gut, ich bin nicht so schnell, aber dafür sehe ich fast so gut aus. Also zumindest klamottentechnisch. Ja, mir passen die Sachen sehr, sehr gut. Ich bin 1,75 groß, habe noch so ein bisschen Corona-Schwangerschaft gerade, also 75 Kilo. Da passt mir Größe M perfekt. Mit Protection drunter, ja, müsste ich wahrscheinlich eine Nummer größer wählen. Aber ist natürlich wie immer sehr, sehr individuell. Hose passt mir super, passen auch Knieprotektoren drunter. Hier, wie gesagt, diese engen Bündchen hier, das ist richtig klasse. Und überhaupt, ich finde, da ist eine Menge an Features, eine Menge an Ideen in dieser Trikot-Hosen-Kombination, die es natürlich auch in ganz, ganz vielen anderen Farben noch gibt. Was fehlt? Der Preis. Der ist attraktiv, finde ich. 55 Euro kostet das Trikot, 90 Euro die Hose. Für das, was da wirklich an Features drin ist, ist es ein sehr, sehr attraktiver, sehr, sehr guter und sehr fairer Preis. Und von daher kann ich nur sagen, Daumen hoch.